In meiner Therapie, ich habe einige christliche Paare, die kommen und ich erlebe, dass der Unterschied nicht so groß ist. Manchmal sind sogar Nicht-Christen eher bereit, an sich zu arbeiten. Und die Christen sagen, naja, wir müssen nur genug beten. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Einer muss mal anfangen. Ein Prinzip, das für viele verfahrene Situationen gilt. Wenn alle auf ihren Positionen verharren, wird sich nichts verändern. Klingt logisch, ist aber oft ganz schwer einzuhalten. Das gilt auch für Ehen in der Krise. Du bist schuld, nein, du bist schuld. Keiner bewegt sich und am Ende ist die Ehe genau das, am Ende. Es geht auch anders. Das ahnen viele, schaffen es aber nicht herauszukommen. Unsere Gäste sind erfahrene Eheleute und möchten zeigen, dass es Auswege gibt, dass sich das Kämpfen für die Ehe lohnt. Emma, das ist ihr Prinzip. Einer muss mal anfangen. Dafür steht es. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Susanne und Markus Mockler. Am Anfang einer jeden Beziehung ist ja meistens alles ziemlich rosarot und man schwebt auf Wolke 7. Das verändert sich nach einer gewissen Zeit. Wieso ist das eigentlich so? Wieso bleibt das nicht immer so wunderbar und schön? Oh, das lässt sich ziemlich einfach erklären. Am Anfang spinnen geradezu unsere Hormone, die toben und tanzen cha-cha-cha, wenn wir uns verlieben. Und mit der Zeit ist es ganz einfach so, dann kehrt eine Normalität ein. Man wird wieder runtergeschaltet auf Normalmodus und plötzlich fallen mir auch Dinge auf, die am anderen vielleicht gar nicht so rosig sind, wie ich sie am Anfang verblendet gesehen habe. Und dann wird es ein bisschen anstrengender, denn dann kommt die Entscheidung, stehe ich trotzdem zu dem anderen? Ist er trotzdem der Partner, mit dem ich mein Leben verbringen möchte? Oder gibt es vielleicht noch andere Optionen? Man sieht ja um sich herum auch permanent andere Optionen. Und dann zueinander zu stehen, das ist ein gewisser Kraftakt oder ein gewisser Aufwand. Wenn Sie die Hormone erwähnen, heißt das ja eigentlich, das ist biologisch gar nicht anders möglich. Denn die stellen sich irgendwann mal wieder um, ja? Sodass ich dann irgendwann nicht mehr auf Wolke 7 bin. Oder lässt sich das auch irgendwie erhalten? Also einerseits ist es richtig, dass dieser Ausnahmezustand biologisch nicht möglich ist zu halten, aber ein Verliebtsein und einander zugewandt sein und ein sogar miteinander in eine ganz andere Dimension kommen, nämlich wirklich in echte Liebe, in echte Vertrautheit, das ist natürlich möglich. Das ist auch so Gott gewollt und gut für unsere Beziehungen. Es wäre auch nicht gut, ständig in diesem Ausnahmezustand leben zu müssen. Also Ihre Frau hat ja gerade gesagt, dass es biologisch so ist. Kann man das eigentlich in Zeiträumen ausdrücken, wann das in eine andere Phase geht? Also ich glaube, auch in Ihrem Buch sprechen Sie davon, dass es gar nicht das verflixte siebte Jahr ist, sondern dass das verflixte Jahr das vierte ist. Kann man da so bestimmte Grundmuster feststellen? Also man kann Statistiken machen, die genau das darlegen. Die starke Verliebtheit hält dann nach der Hochzeit vielleicht noch 1-2 Jahre. Dann beginnt ein realistischer Blick sich durchzusetzen und da geht auch viel Verliebtheit dabei verloren. Man kann es auch positiv sehen. Paare, die 4 Jahre schon miteinander geschafft haben, noch beisammen sind, haben schon mal tolle Chancen, dass es gut weitergeht. Und wenn sie 7 geschafft haben, noch bessere. Andererseits, wenn wir schon beim Thema Statistik sind, wir stellen im Moment auch fest, dass es dramatisch steigende Zahlen von Scheidungen nach der Silberhochzeit gibt. Also nach 25 Jahren und mehr sind vor allem die Frauen, die dann sagen, jetzt ist aber gut, die wollen dann nicht mehr. Und das macht uns als Paar das auch berät deutlich, hier an dem Thema Ehe müssen wir die ganze Zeit dranbleiben. Es gibt eigentlich keine Phase, wo man sagen kann, okay, ihr habt es geschafft, ihr seid durch, da brennt nichts mehr an, sondern das ist was, was unsere Aufmerksamkeit und Aktivität erfordert. Wie lässt sich das denn erklären nach 25 Jahren? Da müsste man ja wirklich meinen, du hast nun jeden Winkel entdeckt vom anderen. Ja, es lässt sich dadurch erklären, dass es eben vor allem frustrierte Frauen sind. Die haben sich über Jahre investiert in die Ehe und in die Familie. Dann sind die Kinder erwachsen, verlassen das Haus und dann sagen sich diese Frauen, war das alles oder gibt es für mich noch mal was Neues? Und das prüfen sie und manche sagen, es muss noch mal was Neues geben und deshalb steigen sie aus. Ich bin ja jetzt ganz erstaunt. Also da werden jetzt auch manche Frauen sagen, Unverschämtheit, mein Mann hat mich verlassen, es lag gar nicht an mir. Gibt es da statistische Gründe? Es gibt Statistiken, ich glaube, die Zahl der Scheidungen von Frauen ist deutlich höher, also Verhältnis quasi 2:1 von Scheidungen zu diesem späten Zeitpunkt. Aber es gibt es natürlich auch bei Männern, also in unserer Gesellschaft, die so viele Optionen bietet, die auch so viel eigentlich den Menschen heute Entwicklung zugesteht,
Und dann ist es auch manchmal so, dass die Männer sagen, in dieser langweilig gewordenen Beziehung möchte ich nicht mehr leben. Da gibt es auch viel attraktivere andere Optionen vielleicht drumherum. Ich begegne Frauen, die sind nett zu mir und meine ist es nicht mehr. Also dann geht es auch ganz schnell. Genau. Sie haben eben zu Beginn davon gesprochen, dass dieses erste Verliebtsein in echte Liebe umschlägt. Ja. Nicht immer, aber dann in der Regel. Das ist so diese Phase. Was ist denn dann nun echte Liebe? Und warum ist das erste noch nicht echte Liebe? Gut, Verliebtheit ist vor allem egoistisch. Mensch, der andere fasziniert mich. Der sieht gut aus oder die sieht gut aus. Die erregt mich sexuell, solche Dinge. Da möchte ich mehr erleben. Aber dann Liebe, da gehört viel mehr dazu. Zu Liebe gehört, dass ich auch mit meiner ungeschminkten Partnerin zusammen sein kann, dass ich es auch ertrage, wenn mein Mann krank ist, dass ich es auch ertrage, dass er seine Socken rumliegen lässt und nicht gleich auszieht, weil er vielleicht da weniger ordentlich ist, als ich mir das erträumt hatte, dass wir Dinge miteinander ausdiskutieren und aber dann auch persönlich wachsen aneinander. Also es ist nicht nur ein Aushalten, sondern es ist ein, ich passe mich dir ein Stück weit an, weil du mir so wichtig bist, weil ich dich so liebe und ich möchte mit dir leben, auch wenn du nicht der Traumprinz warst, von dem ich vielleicht früher als kleines Mädchen mal geträumt hast. Kann man sich um echte Liebe bemühen? Also kann ich, wie soll ich das sagen, daran arbeiten, dass das zu einer echten Liebe wird? Oder ist das einfach etwas, was vom Himmel fällt und da kann ich eigentlich gar nichts dran machen? Man muss an echter Liebe arbeiten. Also das halte ich für unzweifelbar und das merken wir auch in allen anderen Lebensbereichen. Wenn es echte Liebe ist und nicht nur dieses Gefühl der Verliebtheit. Ich habe ein Kind, das mich vielleicht wahnsinnig anstrengt, aber ich habe es lieb. Das heißt, ich werde Dinge tun, die mich Energie kosten, Kraft kosten, vielleicht Geld kosten, aus Liebe zu diesem Kind und Kinder. Und da muss ich eben auch an mir arbeiten. Dasselbe gilt für die Liebesbeziehung zum Partner und zum Ehepartner. Nur das Tolle ist, es ist nicht dauerhaft Arbeit. Es gibt Phasen, wo man sagt, oh, die Frau ist im Moment anstrengend, sie sagt, der Mann ist im Moment anstrengend. Und dann gibt es wieder Phasen, auch nach, wir sind jetzt 32 Jahre verheiratet, wo man sagt, wow, das ist wirklich die Frau meines Lebens und es ist so großartig, zusammen zu sein und miteinander zu reifen, zu wachsen und vorwärts zu gehen. Also es liegt immer eine Verheißung auch darin, wenn man mal diese Mühen eingebracht hat. Und das ist eigentlich die Botschaft von unserem Emma-Prinzip, dass man ganz viel tun kann. Einer muss mal anfangen, etwas zu tun für seinen Partner, etwas zu tun, dass die Liebe aufblüht, dass die Liebe bleibt, dass sie wächst und tiefer wird. Liebe kann man üben, Liebe kann man lernen und Liebe muss man praktizieren, sonst findet sie nicht statt. Scheint doch schon ein bisschen eine Antwort zu sein auf die Frage, die mir dann doch noch durch den Kopf geht. Sie haben jetzt vor allen Dingen beschrieben, also wenn das die Liebe schon mal da ist, wie man sie erhält. Das Stichwort Arbeit und so und dass da vieles geschehen muss. Auch mit das Emma-Prinzip sprechen wir gleich nochmal genauer drüber. Mein Punkt ist nochmal, es gibt ja Leute, die sehr oft verliebt waren, es aber nie schaffen, das in eine echte Liebe zu überführen. Und die vielleicht jetzt hier sitzen und denken, kann ich denn daran was tun? Kann ich das bewusst in eine echte Liebe überführen? Geht das? Oder deswegen hatte ich eben schon mal gesagt, oder fällt das vom Himmel und daran kann ich nichts machen? Das ist ein sehr guter Punkt, weil es nochmal deutlich macht, was denn der Unterschied ist zwischen Verliebtheit und echter Liebe. Und da würde ich jetzt an dem von Ihnen genannten Beispiel sagen, Verliebtheit ist das, was vom Himmel fällt. Ja, das ist das, was plötzlich in mir entsteht und Schmetterlinge im Bauch und boah, ich finde die Frau so cool und so weiter. Liebe ist dann vielmehr sowas wie eine Entscheidung. Dass man sagt, ich finde die Frau klasse, ich möchte das Leben mit ihr verbringen, weiß aber heute schon, dass auch irgendwann mal was passiert, wo ich sie nicht so super finde, wo ich sie anstrengend finde. Und ich möchte es nicht von der Tagesform sozusagen abhängig machen, ob wir ein Leben lang zusammenbleiben, sondern ich möchte mich dafür entscheiden. Das ist das, warum wir zum Beispiel auch für Ehe werben. Und zwar also Ehe in dem Sinne mit Trauschein, mit dem Versprechen, dass man zusammenbleibt, weil es einem in schwierigen Phasen dann auch mal durchhelfen kann, zu sagen, ich habe mich mal entschieden, heute ist kein guter Tag für uns, aber ich möchte an dieser Entscheidung festhalten. In dem Sinne meinen Sie, ist also eine Beziehung, die jetzt keine Ehe ist, schwerer zu leben, weil da keine Verpflichtung, also nicht so eine ausgesprochene Verpflichtung drin war?
Schwerer zu leben ist jetzt vielleicht nicht der richtige Begriff, aber dadurch, dass man so im Hinterkopf immer eine Exit-Klausel haben kann, bei einer unverbindlich zusammengelebten, gibt es glückliche Paare drunter, keine Frage, aber damit im Hinterkopf immer so eine Exit-Klausel hat, ist es schwieriger, dass man zusammenbleibt. Und auch dazu gibt es Statistiken, dass Paare, die unverheiratet zusammenleben, natürlich insgesamt etwas leichter auseinandergehen als Verheiratete. Liegt fast in der Natur der Sache. Und damit gegebenenfalls etwas verpassen an Reife, an durch Krisen gehen, an echter Liebe? Ein Glück, das ist der Punkt. Denn es sind so Wellenbewegungen und sie erreichen höhere Punkte. Es gibt fantastische Studien zu der Frage, wie ist das Glücksniveau bei Paaren? Und da stellt man zum Beispiel fest, dass viele ein hohes Niveau erst nach 10 oder 11 oder 12 Jahren erreichen. Das schaffen viele Paare heute gar nicht, weil sie vorher auseinandergehen. Das heißt, ein bestimmtes Glücksniveau, das ihnen am Horizont lockt, bis dahin kommen sie nicht, weil sie vorher aufgegeben haben. Gilt nicht für alle. Es gibt Leute, da sind die Krisen furchtbar und die Partner und so weiter. Das ist alles klar. Aber rein statistisch betrachtet, wenn viel mehr es schaffen könnten, dieses Tal zu durchwandern, würden viel mehr eben auch ein ganz neues Glücksniveau erreichen, was sie vorher gar nicht kannten. Also es gibt keine Garantie dafür, dass man das erreichen würde, aber es gibt schon die Möglichkeit, wenn man ein bisschen länger durchhalten würde. Also es gibt sicher Paare, die tun sich schwerer und andere, die tun sich leichter. Aber tatsächlich sehe ich viele Paare, die gar nicht kompromissbereit sind oder nicht bereit sind, wirklich in diese Verhandlung zu gehen, ich tue was aus Liebe für dich. Ich möchte dir entgegenkommen, sondern da ist zum Beispiel das Paar, das sagt, wir sind verliebt, wir finden uns cool, wir finden uns anziehend, aber ich bin nicht bereit, weniger zu arbeiten, um Zeit mit dir zu haben. Ich bin nicht bereit, auf meine Karriere zu verzichten. Und die werden eine Weile in diesem Kick glücklich sein und es trotzdem genießen, die wenigen Stunden, die sie haben. Aber sobald es diese ersten Hormone abebben, wird es auseinandergehen, weil die haben einfach keine Basis miteinander. Und deshalb, ja, also es wird nicht jedes Paar schaffen, das ist so. Es gehört ein Stück auch Selbstaufgabe dazu, aber das ist eigentlich das Wesen der Liebe, dass wir ein Stück auch uns selbst vergessen und uns demütigen unter den anderen, so steht es in der Bibel, dass wir den anderen ein Stück weit höher achten als uns selbst. Und das ist schon ein Wesen der Liebe und ist wichtig für eine Beziehung. Das ist ja etwas sehr Unmodernes, den anderen mehr zu achten als mich selbst. Ja, sehr unmodern, aber sehr gesund. Wieso ist das gesund? Weil es uns erlöst aus der egoistischen Haltung, Grundhaltung, in der wir heute leben. Und Egoismus ist was, was zwar im ersten Moment mir gut tut, aber was unserer Gesellschaft, unseren Familien und uns selbst auch schadet, was nicht gut ist. Aber es ist doch sicher auch was daran, an dem Prinzip zu sagen, also wenn es mir gut geht, kann ich etwas Gutes auch weitergeben und damit ist das eben auch für den Partner gut. Also das klingt ja eher so, ich ziehe mich zurück, ich mache mich klein, dann bist du groß, aber wo bleibe ich denn dann? Also es wäre ein Missverständnis, es geht eigentlich. Also der Punkt stimmt auch, dass wenn sich jemand selber die ganze Zeit vernachlässigt und nur aufopfert, dass er dann möglicherweise ein schlechter Partner ist, weil er so leidet. Und das wirkt ja dann auch wieder nach außen, wenn jemand in dieser Opferpose ist. Also das wäre ein Missverständnis. Aber zu sagen, ich stelle mich unter den anderen und die Bibel sagt ja, man soll das gegenseitig tun. Ein jeder achtet den anderen höher als sich selbst. Das ist natürlich ein Hammerprinzip, wenn es beide machen, weil es verhindert, dass wir unsere Interessen durchsetzen gegen den Willen des Partners, dass wir den Egoismus ausleben. Und wir sind immer ansprechbar auf die Frage, wie geht es meinem Partner dabei? Sind die Interessen ausreichend berücksichtigt? Und da würde ich sogar sagen, wenn es beide machen, und das ist natürlich immer das Ziel ganz oben, wenn es beide machen, dann ist eine super Hammer-Ehe überhaupt nicht zu verhindern. Schön, da haben wir ja endlich mal ein Prinzip gefunden, wie es geht. Aber das heißt ja auch, wenn beide den anderen höher einschätzen, ist man doch wieder auf einem Niveau. Sozusagen. Schön. Oft kommt ja als Begründung, wir haben uns auseinandergelebt. Was steckt da eigentlich hinter? Oder kann man das so generell gar nicht sagen? Oder ist das etwas Vorgeschobenes oft auch? Nein, die Menschen leben sich tatsächlich auseinander, weil sie vernachlässigen, miteinander Dates zu haben, sich zu verabreden,
weil sie vernachlässigen, miteinander im Gespräch zu bleiben. Man denkt, der andere ist mir ja sicher, der lebt mit mir, der wohnt mit mir, dann muss ich ja jetzt nichts mehr tun. Man lässt sich gehen, man geht seinen eigenen Interessen nach. Wie viele Paare sitzen abends, machen die Glotze an und jeder guckt eigentlich nur noch da rein, aber die haben keine wirkliche Kommunikation. Die haben auch keinen Spaß mehr miteinander, die gehen nicht mehr aus, weil einfach alles andere wichtiger ist oder weil man denkt, ach, jetzt haben wir kleine Kinder, wir haben gar keine Zeit mehr dafür. Oh doch, die hat man. Und weil wir sagen, für das, was einem wichtig ist, findet man immer Zeit. Und irgendwelche Wege gibt es immer, dass man einen Babysitter engagiert oder dass man einfach, wenn die Kinder im Bett sind, sich schön macht, Kerzen anzündet, eine Flasche Wein aufmacht oder irgendwas, was uns wieder einander näher bringt. Und ich habe immer Zeit, mich zu interessieren, wie geht's dir, Schatz? Wie war dein Tag? Mein Mann findet mittags, jeden Mittag kurz Zeit, bei mir anzurufen und fragt, wie geht's dir gerade? Also solche kleinen Signale, und das ist, woraus Liebe lebt, kleine Signale der Annäherung. Und da kann man so viele, ich kann meinen Mann kurz berühren, er kann mir einen Kuss geben, wenn er geht, solche Dinge. Und das geht bei Paaren, die sich auseinanderleben, verloren. Man wird sich immer weniger wichtig. Und dann kommt wirklich der Punkt, wo man denkt, ja, eigentlich können wir doch genauso ohne den anderen. Super schade. Und da werben wir dafür. Bleibt beieinander, macht diese kleinen Annäherungsversuche jeden Tag. Ein Date miteinander haben. Schönes Wort, muss ich mir merken. Beruht das eigentlich alles auch auf eigenen Erfahrungen? Oder ist das wahrscheinlich eine Mischung aus dem, was Sie gehört haben? Aber ich nehme an, Sie können auch an vielen anknüpfen, was Sie selber erlebt haben, oder? Ja, wir haben vieles selbst erlebt. Wir haben viele Freunde, die uns da auch unterstützt haben. Zum Beispiel das amerikanische Ehepaar Claudia und David Arp, die 10 Great Dates, 10 tolle Rendezvous geschrieben haben, um Paare zu ermutigen. Behaltet das Thema Dating in der Ehe. Das ist nicht nur was, was man vorher macht, sondern das sollte man auch hinterher machen. Susanne hat dann auch noch Psychologie und eine Ausbildung, also Psychologie studiert und eine Ausbildung zur systemischen Paartherapeutin gemacht. Also von daher ist es, was wir weitergeben wollen, eine Mischung aus Wissenschaft, aus Studien, aus Erkenntnissen, aber natürlich auch angewandt, weil uns wichtig ist, dass wir nicht nur irgendwas erzählen, was mit unserer eigenen Ehe, mit unserer eigenen Erfahrung nichts zu tun hat. Ich habe das so gefragt, auch weil, wenn man weiß, dass Sie also Eltern von 8 Kindern sind, dann, Sie haben es ja gerade gesagt, was Sie alles an Ausbildung haben, Berater, Redner, Autoren sind, da ahnt man ja, dass es auch ein Haushalt sein könnte, wo man eigentlich keine Minute Zeit füreinander hat. Aber Sie sagen, Sie haben so Rituale, er ruft Sie mittags immer an und so weiter und so weiter. Das klappt also trotzdem. Ja, wir gehen auch aus miteinander, natürlich. Ich meine, jetzt ist es wieder einfacher, jetzt sind die Kinder größer. Als alle ganz klein waren, war es schwierig. Und da versuchen wir den Paaren auch Mut zu machen. Haltet durch, bleibt euch trotzdem zugewandt, nutzt die Minuten, die ihr habt, wenn es keine Tage sind. Aber wir versuchen eigentlich schon fast von Anfang an, auch jedes Jahr mal ein Wochenende wegzufahren oder sogar zweimal im Jahr, um immer wieder so ganz besondere Zeiten miteinander auch zu haben. Und dem anderen immer mal wieder auch eine Freude zu machen. Und die Zweisamkeit zu genießen, ist uns echt wichtig und darf man nicht vergessen. Sie betonen in Ihrem Buch ja auch den Aspekt, dass in einer Ehe eben Mann und Frau sind, also zwei sehr unterschiedliche Wesen. Ist das eine Bereicherung oder wie geht man mit den Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, um? Und was macht den Mann zum Mann, was macht die Frau zur Frau? Das ist eine riesen Bereicherung. Mann und Frau passen eigentlich zusammen wie zwei Puzzleteile. Aber sie sind auch so unterschiedlich, wie zwei Puzzleteile manchmal sind. Da ist manchmal gar nicht so viel Übereinstimmung. Und mein Eindruck ist, dass Männer eher so, nein, das ist nicht mein Eindruck, das ist empirisch belegt, dass Männer sachorientierter sind und Frauen beziehungsorientierter im Allgemeinen, in der Mehrzahl. Und deshalb ist es auch manchmal so schwierig, also ist es für einen Mann eine Überwindung, auf die Beziehungsorientiertheit seiner Frau einzugehen. Und für eine Frau ist es wichtig, auch mal zu akzeptieren, der braucht jetzt seinen Rückzug, der muss jetzt einfach mal untertauchen und sich mit seinen Sachen beschäftigen und der will vielleicht gar nicht so viel reden, wie ich das immer möchte. Da will ich schon wieder über Beziehung quatschen. Mhm. Aber der Punkt da ist, dass man das überhaupt erst wahrnehmen muss, weil wir alle dazu neigen zu sagen, der andere muss irgendwie so ticken wie ich auch.
Und das tut er nicht. Das tut meine Frau nicht und ich tick nicht wie sie. Und wenn ich das nicht im Bewusstsein habe, dann denke ich plötzlich, was stimmt bei der nicht? Wenn Dinge besprochen werden, wo eine Frau eher sagt, ich sage es, um Anteil zu geben, und der Mann denkt, okay, die Frau braucht eine Lösung, ich stricke ja jetzt eine Lösung für ihr Problem zusammen, dann ist sie glücklich, dann harmonieren diese Dinge irgendwie gar nicht so zusammen. Das heißt, der Anfang ist überhaupt wahrzunehmen, wo tickt der andere anders? Und das dann auch in die Beziehung, in der Beziehung zu berücksichtigen. Da geht echt schon viel schief, weil man denkt, der andere tickt wie ich. Stichwort anfangen. Einer muss mal anfangen. So heißt das ja das Emma-Prinzip. Also einer muss mal anfangen, damit Sie es auch alle begriffen haben. Das scheint zumindest darin das Wichtigste zu sein. Wieso ist das eigentlich so schwer? Wo ist das Problem? Also ja. Weil wir so ticken, dass wir erwarten, dass der andere uns Angebote macht, dass der andere auf uns zukommt. Und weil gerade wenn es gerade ein bisschen öde ist oder ein bisschen auseinandergelebt, die Tendenz ist eher auseinanderzustreben und zu denken, ach, der hat eh kein Interesse an mir, der will mich ja gar nicht, der hat mich nicht mehr lieb. Aber anzufangen zu sagen, okay, ich vergebe dir jetzt, dass du mich gestern ignoriert hast und mach heute mit dir einen Neuanfang. Das ist manchmal ganz schön schwierig, aber es ist wichtig. Und einer muss eben den ersten Schritt gehen, weil wenn niemand den ersten Schritt geht, dann geht man auseinander. Und ich meine, es gibt schon das ganz alte Sprichwort, der Klügere gibt nach. Und manchmal ist es vielleicht gut, der Klügere zu sein. Einfach zu sagen, ich mache jetzt wieder den Anfang. Aber das Ganze geht für uns noch einen großen Schritt weiter. Also das stimmt für die Krise, wo ein Paar verfahren ist. Und wenn nicht einer anfängt, fängt keiner an. Und damit wird die Krise nicht gelöst. Das ist schon klar. Wir sagen, einer muss auch mal anfangen, Prophylaxe, Prävention zu betreiben. Das heißt, im Alltag zu sagen, hey, uns geht es eigentlich gerade gut miteinander. Was kann ich heute dafür tun, dass es uns auch morgen noch gut geht? Und das ist ein Punkt, der von Paaren leider vollkommen übersehen wird. Also das erschüttert uns manchmal, aber ich glaube, wir waren in Phasen genauso. Von daher ist es auch wieder normal. Also den Präventionsgedanke, den man zum Beispiel beim TÜV hat oder beim Zahnarzt, dass man sagt, da gehe ich auch hin, wenn ich keine Schmerzen habe, den müssten wir eigentlich für unsere Ehen haben, dass wir sagen, uns geht's gut. Hey, was können wir heute tun, dass es so bleibt und dass es uns morgen auch noch gut geht? Also das heißt, wir viele auf die Ehe bezogen fahren erst dann in die Werkstatt, wenn es mit dem Auto gar nicht mehr geht. Und das könnte man anders machen. Ja, und es sind ganz kleine Entscheidungen im Alltag. Zum Beispiel, er lässt die Zahnpastatube offen liegen. Und dann kann ich reinkommen und kann mich ärgern und denken, warum hat er sie wieder nicht zugemacht? Oder ich kann einfach denken, oh, wahrscheinlich hat er es eilig gehabt und kann ihm im Prinzip keine böse Absicht unterstellen. Also es sind so ganz kleine Dinge, wo wir entweder in den Aggro-Modus gehen oder in den freundlichen, ich will dir Gutes und du, und ich gehe davon aus, dass du mir auch Gutes willst. Nun sind Sie ja Christen. Geht es Christen auf Erfahrung beruhend eigentlich leichter mit, weil Sie haben ja eben das Wort Vergebung angesprochen, ja, mit dem man auch anfangen könnte. Das müsste ja nur ein christliches Grundprinzip sein und müsste dann auch bei Eheleuten einfacher funktionieren. Ist das so oder machen wir uns da was vor als Christen? Also leichter ist da ein schwieriges Wort. Ich weiß auch nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Wir beobachten, dass Christen eher gewillt sind, zusammenzubleiben, auch in Schwierigkeiten. Ihr Eheversprechen hat bei ihnen, weil sie es auch vor Gott und der Gemeinde gegeben haben, eine stärkere Wirkung, als was man vor dem Standesamt sagt. Das scheint uns beobachtbar. Dass sie aber innerhalb ihrer Beziehung deshalb sagen, okay, da muss ich mehr dafür tun und ich muss jetzt mal anfangen und so weiter. Empirisch würde ich sagen, es ist vielleicht eine größere Leidensfähigkeit bei Christen da. Aber davon wollen wir ja eigentlich wegkommen. Wir wollen sagen, hey, es ist nicht nötig, dass ihr jetzt über Wochen, Monate und Jahre euch hinstellt und sagt, ich habe eine Schrottehe, aber ich bin ja Christ, wir müssen irgendwie zusammenbleiben. Sondern dass sie einen Schlüssel finden, dass sie sagen, hey, das muss eigentlich besser gehen. Geht es nicht besser? Und wir sagen, es wird für die meisten, wir sagen nicht für alle, aber es wird für die meisten besser gehen, wenn Sie mal anfangen, an den richtigen Schlüsseln zu drehen. Also ich erlebe in meiner Therapie, ich habe einige christliche Paare, die kommen, und ich erlebe, dass der Unterschied nicht so groß ist. Manchmal sind sogar Nicht-Christen eher bereit, an sich zu arbeiten. Und die Christen sagen, na ja, wir müssen nur genug beten. Also für uns ist es ganz wichtig, dass wir beten in der Krise.
Und wir glauben wirklich, es ist Gott, der uns hilft und unsere Ehe gut macht und gelingen lässt. Aber wir glauben, ganz wichtig ist es, dass wir nicht alles darauf schieben, nicht alles auf die geistliche Dimension und auch nicht denken, ach, wir haben ja die Bibel, wir wissen ja, wie es geht, sondern dass wir offen bleiben und beziehungsfähig werden. Und das müssen wir Christen genauso wie Nicht-Christen. Interessante Einblicke. Einer muss mal anfangen, ich muss jetzt mit dem Ende anfangen. Also, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diese Einblicke gegeben haben. Alles Gute für Sie auf die nächsten, was haben Sie gesagt, 32 Jahre, ne? Ja. Auf die nächsten 32. Alles Gute, vielen Dank. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.